Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Satz von Bias. Wir haben in den letzten Videos alles dafür getan, um auf diesen Satz hinzuarbeiten. Und jetzt fangen wir mit diesem Satz an. Wie wir im letzten Video definiert haben, ist das die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass E auftritt, gegeben, dass F aufgetreten ist. Und auf dieser Seite haben wir genau den umgekehrten Fall. Und zwar schauen wir uns hier an, die Wahrscheinlichkeit von F, wenn E aufgetreten ist. Und was wir hier sehen, ist, dass wir im Zähler von jeweils den beiden Termen das gleiche Element haben, denn P von E geschnitten F ist genau das gleiche wie P F geschnitten E. Und wenn wir also diese zwei Terme mithilfe der gleichen zwei Elemente ineinander setzen, kommen wir zu dem Satz von Bias. Und was dieser Satz uns ermöglicht, ist, die bedingte Wahrscheinlichkeit von etwas auszurechnen, wenn die umgekehrte bedingte Wahrscheinlichkeit gegeben ist. Wenn die umgekehrte bedingte Wahrscheinlichkeit schon gegeben ist. Also hier suchen wir E, wenn F und gegeben ist F von F, wenn E. Damit das alles ein bisschen verständlicher ist, habe ich auch gleich ein Beispiel mitgebracht. Und zwar haben wir das Ereignis E und das sagt, dass wir für die Klausur gelernt haben. Und dieses Ereignis hat als Wert 0,5, also in 50% der Fälle haben wir für unsere Klausuren gelernt. Das zweite Ereignis ist das Ereignis F und das ist, dass wir die Klausur bestanden haben. Also wir können für die Klausur lernen und wir können die Klausur bestehen. Was wir auch wissen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bestanden haben, wenn wir gelernt haben, das ist 0,8. Also in den meisten Fällen, wenn wir lernen, dann bestehen wir auch. Und jetzt stellt sich dann die Frage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gelernt haben, wenn wir bestanden haben? Also wir suchen die Wahrscheinlichkeit, gelernt, wenn bestanden. Und nach der gegebenen Formel setzen wir das einfach in den Satz von Bias ein. Also P, F unter der Bedingung E mal die Wahrscheinlichkeit von E geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von F. Und in diesem Fall haben wir schon alles gegeben, was wir brauchen. Wir haben die 0,8, das ist F unter der Bedingung E, das kommt von hier. Und wir haben die 0,5, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gelernt haben. Geteilt durch 0,1, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bestanden haben. Und aus diesen drei Werten können wir dann ganz einfach berechnen, was denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir gelernt haben, wenn wir bestanden haben. Und das ist genau 0,4. Also wenn wir eine Prüfung zurückbekommen, die wir bestanden haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir für diese Prüfung gelernt haben, 0,4. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Begriffen. Und zwar haben wir, wie wir vorhin schon hier P von E und die Wahrscheinlichkeit von F bestimmt haben, das nennt man die a priori Wahrscheinlichkeit. Also das ist das, was wir schon von vornherein, also prio davor wissen. F unter der Bedingung E nennt sich die Likelihood. Also wie wahrscheinlich ist es, dass F unter der Bedingung E auftritt. Und P E unter der Bedingung F ist bei uns die posteriori Wahrscheinlichkeit, also das, was wir erst im Nachhinein dann wissen können. Und mit diesen drei Begriffen, mit diesen vier Begriffen, die wir vorher nachher auch nochmal brauchen, kommen wir gleich auch zur nächsten Aufgabe. Hier haben wir ein bisschen mehr Infos gegeben. Wir haben die Wahrscheinlichkeit von K und K sagt, dass wir in diesem Jahr krank werden. Dann gibt es noch einen Test und dieser Test kann uns von vornherein sagen, ob wir krank werden oder nicht. Das heißt, wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, wenn wir krank werden, ist 80%. Das heißt, 80% ist Test positiv, wenn krank. Wenn man krank wird. Und dann haben wir, da der Test nicht 100% perfekt ist, gibt es auch noch die Wahrscheinlichkeit, dass der Test sagt, dass man krank wird, obwohl man nicht krank wird. Und mit diesen drei Wahrscheinlichkeiten wollen wir uns jetzt ausrechnen, was ist denn
die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich krank werde, wenn der Test es mir vorhersagt. Also ich mache den Test und dann wird analysiert, werde ich krank oder werde ich nicht krank. Und wir setzen einfach ein, nach dem Satz von Bayes, die Wahrscheinlichkeit von, dass der Test positiv ist, wenn man krank wird, mal die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich krank wird, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist. Diese zwei Elemente im Zähler haben wir schon gegeben aus der Angabe. Die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird und die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, wenn man krank wird. Was wir noch nicht gegeben haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv wird. Also egal, ob man krank wird oder nicht krank wird. Und diesen Satz, wie wir auch im letzten Video schon gesehen haben, diese Wahrscheinlichkeit, wie wir im letzten Video schon gesehen haben, wird mit Hilfe der totalen Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Das heißt, wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, wenn man krank ist, krank wird, mal die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird, plus, dass der Test positiv ist, wenn man nicht krank wird, mal die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht krank wird. Diese Werte sind gegeben. Die haben wir hier alle aus der Angabe. Was wir noch nicht haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht krank wird. Und diese Wahrscheinlichkeit kann ganz einfach durch das Gegenereignis berechnet werden. Also wir nehmen einfach 100% minus P, dass man krank wird, also die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird. Und wir kommen zu einer Formel, wo wir den ganzen Inhalt schon wissen. Also wir haben 0,8, 1%, 9,6% und 99%. Nach dem Multiplizieren und Addieren haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv wird, berechnet zu einer Wahrscheinlichkeit von 0,10304. Diesen Wert setzen wir hier ein und rechnen aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird, wenn der Test positiv ist, ist bei uns 0,078%. Also gar nicht mal so hoch, auch obwohl der Test in 80% der Fällen richtig liegt. Diese Wahrscheinlichkeit bzw. dieser Wert liegt daran, dass der Test auch in die andere Seite Fehler macht. Also der Test identifiziert sich auch als positiv, obwohl man nicht krank wird. Und genau das ist der Sinn im Satz von Bayes, dass man herausfinden kann, wie wirklich oder wie sinnvoll sind diese Ergebnisse, wenn ein Test sich auch vertun kann. Dann haben wir noch ein paar weitere Wahrscheinlichkeiten, die man ausrechnen kann. Und zwar können wir uns zuerst anschauen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht krank wird, wenn der Test positiv ist. Das macht man, wie wir auch im letzten Video gesehen haben, mit diesem Gegenereignis. Also wir nehmen einfach 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird, wenn der Test positiv ist. Und da kommen wir auf eine Wahrscheinlichkeit von 92,2%. Des Weiteren können wir berechnen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird, wenn der Test sagt, dass man nicht krank wird. Also genau das Gegenteil von dem Test. Da setzen wir auch einfach mit Satz von Bayes alles nochmal ein, was wir haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Test nicht positiv ist, wenn man krank ist, mal die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass der Test sagt, dass der Test ein negatives Ergebnis hat. Das negative Testergebnis berechnen wir einfach genauso wie vorhin mit der totalen Wahrscheinlichkeit und ziehen diese von 1 ab. Und oben müssen wir noch zuerst die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass der Test ein negatives Ergebnis ausgibt, also da sagt, dass man nicht krank wird, dass der Test ein negatives Testergebnis aussagt, dass man nicht krank wird, obwohl man krank wird. Und dieses lässt sich ganz einfach berechnen mit auch der Gegenereignisformel 1 minus, dass der Test positiv ist, wenn man krank wird. Also haben wir hier 1 minus 0,8.
alles ineinander eingesetzt, gibt uns eine Wahrscheinlichkeit von 0,022. Das heißt, weniger als 1/5%, ungefähr 1/5%. Also kann man in diesem Fall davon ausgehen, dass wenn der Test sagt, dass man nicht krank wird, dass man auch mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit auch krank werden kann. Also, dass das Ergebnis des Testes relativ richtig ist. Nochmal zum Aufbau. Hier haben wir den erweiterten Satz von Bayes. Also, was ist, wenn es mehrere Ereignisse gibt, die man mit E1, E2, E3, E4 unter der Bedingung A hat. Und hier kann man ganz einfach genau das gleiche, nach dem gleichen Prinzip alles nochmal aufbauen. Zum Beispiel möchte man die Wahrscheinlichkeit von E2 unter der Bedingung A ausrechnen. Das wird dann so aussehen, die Wahrscheinlichkeit von A, wenn E2 mal Wahrscheinlichkeit von E2 geteilt durch. Und hier muss man darauf achten, dass man über die ganze Summe geht. Wir sagen einfach, es gibt nur E1 und E2, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Haben wir hier die Wahrscheinlichkeit von A, wenn E1 mal Wahrscheinlichkeit von E1 plus Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung E2 mal Wahrscheinlichkeit von E2. Also können wir so auch mit mehreren Wahrscheinlichkeiten oder mehreren Mengen den Satz von Bayes anwenden und für verschiedene Mengen die verschiedenen bedingten Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Ich hoffe, das Video war einigermaßen verständlich, was man mit dem Satz von Bayes machen kann und wie sich die Werte miteinander verhalten und warum wir diesen Satz anwenden müssen, um bestimmte bedingte Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, wenn wir andere bedingte Wahrscheinlichkeiten schon gegeben haben. Ich hoffe, die Herleitung war auch verständlich. Ich habe sie hier nochmal offen. Das heißt, wir nehmen die bedingte Wahrscheinlichkeit von E unter der Bedingung F und die bedingte Wahrscheinlichkeit von F unter der Bedingung E. Da der Zähler in beiden Fällen gleich ist, können wir diese beiden Terme verbinden und kommen zum Satz von Bayes in dieser Form. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen zu verstehen, was der Satz von Bayes ist. Es gibt da ein extrem gutes Video, viel besser als meins von Veritasium. Das kann ich euch nur empfehlen. Hat mir auch sehr, sehr viel weitergeholfen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit und ciao.